Bitcoin verbraucht im Jahr schätzungsweise 94 Terawattstunden an Strom, mehr als Finnland. Mit Bitcoins Stromverbrauch könntest du in Großbritannien alle Teekessel 21 Jahre lang zum Kochen bringen. Und trotzdem, alle Klimaanlagen auf der Welt verbrauchen mehr als 23 Mal so viel. Schau dir diese Karte an. Lass uns die Augen aufmachen. Nicht allein Bitcoin ist der Übeltäter, es ist unsere Welt, wir sind das. Werden wir das 1,5-Klimaziel jemals erreichen, wenn wir so weitermachen? Was müssen wir tun, um mehr für unsere Umwelt zu tun? 2017 schlossen sich das Rocky Mountain Institute, bekannt für seine Nachhaltigkeitsforschung, und der Blockchain-Entwickler Grid Singularity mit 10 weiteren Energieunternehmen zusammen. Sie gründeten das Gemeinschaftsprojekt Energy Web mit dem Energy Web Token. Eine geballte Expertenmischung aus dem Bereich Energie, Finanzen und Blockchain. Wie zum Beispiel der ehemalige COO der ING Bank, Walter Koch, heute strategischer Berater bei Energy Web. Oder Flachos. Er erhielt bereits den Ericsson Award of Excellence in Telecommunications. Und er wurde 2019 Researcher of the Year für den Bereich Blockchain mit Schwerpunkt im Energiesektor. Heute ist er der kommerzielle Direktor bei Energy Web. Auch Entwickler von Ethereum machten mit. Die eigene Energy Web Blockchain lief 2 Jahre nach Gründung an. Der Code der Energy Web Chain leitet sich dementsprechend vom Ethereum Code ab. Die heutige Energieinfrastruktur ist nicht für uns Endverbraucher gemacht. Du siehst hier mal die Aufteilung des Strompreises. Knapp 40% hast du 2022 nur für Steuern, Abgaben und Umlagen gezahlt. Das sind bei einer 100-Euro-Rechnung 40 Euro. Dann haben wir gar keinen Überblick mehr über unser eigenes Energiemanagement. Wie hoch ist dein persönlicher CO2-Fußabdruck, wenn du deinen Tesla tankst? Woher kommt der Strom? Möchtest du nicht vielleicht mitentscheiden, woher die Energiequellen für deinen Verbrauch kommen? Am besten vom Lieferanten direkt aus der Region. Die Batterie, die du für deinen Feuermelder kaufst, aus welchen Produzenten setzt sie sich zusammen? Wir wissen nicht, wo unsere Energie herkommt. Wir müssen blind darauf vertrauen, dass das stimmt, was der Hersteller oder eine Behörde uns zuschickt. Wir Endverbraucher haben keinen einfachen Zugriff auf den Energiemarkt. Und die Kette ist lang. Schau dir mal die vielen Akteure im Strommarkt an. Da gibt es die Stromerzeuger, zum Beispiel einen Windpark. Dann Stromversorger, die den Strom an den Endkunden zwischen den Parteien vermitteln oder direkt beliefern. Dann gibt es diejenigen, die den Strom über Netzwerke übertragen. Dieser übertragene Strom muss ja noch verteilt werden. Dafür gibt es verschiedene Verteilernetzwerke, überregional bis hin zu lokal. Lokaler Stromanbieter sind zum Beispiel die Stadtwerke. Egal wie, am Ende gelangt dieser Strom zu uns, den Endverbrauchern. Das sind einfach zu viele Parteien. Selbst ein Energieunternehmen tanzt hier auf zu vielen Hochzeiten. Und jetzt pass auf. Jedes Unternehmen hat sein eigenes Fahrwasser. Ein Unternehmen muss für die Instandhaltung und für den aufwendigen Austausch zwischen den Informationen mit anderen Betreibern bezahlen. Es schleichen sich mehr Fehler beim Sammeln und Analysieren von Daten ein. Dadurch werden die Daten selbst verschmutzt, schwammig und sie verlieren an Transparenz. Das sind alles Reibungsverluste. Höhere Kosten und die einzelnen Unternehmen verbrauchen dabei viel mehr Energie und CO2. Wie will ein solcher Flickenteppich nachhaltiges Energiemanagement betreiben, wenn er selbst nicht nachhaltig ist? Und das ist der Knackpunkt. Du kannst Menschen nicht den Strom abstöpseln, du musst das grundlegende Versorgungssystem ändern. Und darum gibt es das Projekt Energy Web. Energy Web möchte die Infrastruktur für den Energiesektor und die erneuerbaren Energieressourcen dezentralisieren. Dafür wird der Flickenteppich vereinheitlicht. Jeder, der teilnehmen möchte, erhält eine digitale Identität. Jeder, das heißt du als Verbraucher, eine Umweltbehörde, Stadtwerke, ein Energiekonzern und ganz wichtig auch smarte Geräte, also Geräte, Energieressourcen, zum Beispiel dein Tesla, eine einfache Batterie, die Solaranlage auf deinem Haus. Im Energy Web, dem neuen Internet der Energie, wird alles geprüft, sprich authentifiziert. Dann werden die einzelnen Rechte und Fähigkeiten zugewiesen, autorisiert. Eine Solaranlage kann zum Beispiel keinen Wind liefern. Ein Auto kann keine Herstellerangaben einer Batterie für gültig erklären.
auch du erhältst mehr Rechte, die vorher nur ein zentrales Energieunternehmen hatte. Du könntest zum Beispiel eines Tages deine gesamten Energiequellen, Haus, Autos, sämtliche smarte Geräte selbst managen. Und das bedeutet Web 3.0. Sind all diese Identitäten autorisiert, haben sie Zugriff auf eine Palette an technologischen Lösungen. Dazu gehört zum Beispiel das Asset Management, der Datenaustausch, also die Identitäten können sich unmittelbar miteinander vernetzen, oder sie können auf Lösungen zugreifen, um ihren nachhaltigen Energieverbrauch voranzutreiben. Diese Lösung heißt Green Proofs. Weil dann alle Identitäten operieren, heißt dieses plattformübergreifende Tool Energy Web Decentralized Operating System, kurz EWDOS. Mit diesem Betriebssystem will Energy Web einen neuen und einheitlichen Industriestandard schaffen. Aus dem kaputten Flickenteppich mit Löchern und Farben, die so gar nicht zusammengepasst haben, wird ein niegelnagelneuer grüner Teppich. Und dieser neue Teppich soll uns langfristig helfen, auf erneuerbare Energien umzustellen, vom E-Auto hin bis hin zum Flugzeug, vom Unternehmen bis hin zur Kryptowährung. Bei dieser Vision sprechen wir von der Dekarbonisierung der Wirtschaft. Welche Partner und Projekte unterstützen diese Vision? Über 100 Partner arbeiten bisher mit Energy Web zusammen. Schauen wir uns dazu die Partnerliste an. Es gibt Shell. Shell war von Beginn an dabei, ein Gründungsmitglied von Energy Web, einer der größten Mineralöl- und Erdgasunternehmen weltweit. Der deutsche Energiekonzern E.ON ist dabei. Google. Die Elia Group zum Beispiel betreibt einen Validatorknoten. Elia ist ein börsennotierter Netzbetreiber mit Hochspannungsnetzwerken in Belgien. Dann SB Energy, ein japanischer Stromerzeuger, der seine Geschäfte auf erneuerbare Energien konzentriert und diese mit neuen Technologien wie KI, IoT und Elektrofahrzeugen kombiniert. Betreibt übrigens auch einen Validatorknoten. Vodafone ist dabei, betreibt einen Validatorknoten. Autohersteller wie Volkswagen sind dabei, aber auch Blockchain-Netzwerke wie Filecoin. All diese Partnerschaften finde ich ziemlich beeindruckend und das waren nicht alle. Gehen wir beispielhaft auf ein paar der rund 50 Projekte ein. Energy Web hat ein gemeinsames 24/7-Pilotprojekt mit Shell, SB Energy und Elia am Laufen. Dieses Projekt soll den Energieverbrauch von erneuerbaren Energien transparenter erfassen. Dafür wird die Green Proof-Lösung verwendet. Dann das Projekt mit Google. Google entwickelt mithilfe der Datenaustauschlösung von Energy Web ein digitales Rahmenwerk, sodass dezentrale Energieressourcen im europäischen Stromnetz koordiniert werden können. Der XRP-Ledger verwendet zum Beispiel seit 2020 die Green Proofs-Lösung von Energy Web, um die gesamte Blockchain zu dekarbonisieren. Mit Green Proofs für Bitcoin gibt es eine Initiative für Miner, um sich für ein Nachhaltigkeitszertifikat zu bewerben. Dieses Zertifikat können die Miner dann gezielt gegenüber Marktteilnehmern, Behörden oder Geschäftspartnern offenlegen. Letztes Projektbeispiel aus dem Jahr 2022, Volkswagen. Getestet wurde mit Energy Web eine Smart Charging App, mit der Besitzer von Elektrofahrzeugen das erste Mal ihr Auto rund um die Uhr mit erneuerbaren Energien aufladen können. Der Besitzer kann konfigurieren, Windenergie oder Solarenergie, aus welchem Kilometerradius die Energiequellen kommen sollen und bis wann das Auto geladen sein soll. Zum Beispiel bis 19 Uhr bis zu 80% geladen. Der CO2-Fußabdruck wird dabei transparent aufgeschlüsselt. Übrigens, seit Dezember 2022 ist Energy Web Teil der Hyperledger Foundation, um den Austausch zu anderen Web 3-Projekten unter dem Dach der Linux Foundation zu beschleunigen. Ebenso seit Dezember sind erste Teilbereiche von Energy Web beim Cloud-Anbieter Amazon Web Services erhältlich. Das bedeutet, dass ein traditionelles Unternehmen einfacher mit dem neuartigen Betriebssystem der Energy Web Chain warm werden kann. Die technischen Hürden werden kleiner, der Schritt Richtung Massenadaption wird größer. Blockchain-Technologie per Knopfdruck. Der Energy Web Token, kurz EWT, hat mehrere Funktionen. Erstens ist EWT der Utility Token im Ökosystem. Ein Unternehmen bezahlt mit EWT, wenn es Dienstleistungen aus dem Utility Layer benutzen möchte. Das siehst du hier in rot eingekreist.
Der Utility Layer enthält verschiedene Softwaredienste, die wiederum die Apps unterstützen, mit gemeinsamen Anwendungsmöglichkeiten rund um das digitale Identitätsmanagement, das dezentrale Nachrichtenschreiben oder den Datenaustausch. Diese Dienste werden über Smart Contracts abgewickelt. Diese beanspruchen Transaktionskosten in Form von EWT. Zweitens ist EWT der Reward-Token, um das Netzwerk abzusichern. Die Energy Webchain verwendet einen erweiterten Proof-of-Stake-Mechanismus, Proof of Authority. Auch VeChain, mehr dazu findest du auch in meinem Video zu VeChain, verwendet Proof of Authority. Die Validatoren bei Energy Web sind nicht anonym, sondern sie müssen sich bei der Foundation autorisieren und werden damit Teil eines Konsortiums. Du siehst hier alle aktuell über 40 registrierten Unternehmen, die Knoten betreiben. Arbeitet ein Validator nicht zuverlässig, steht seine Autorität, sein Ruf auf dem Spiel. Dann weiß ja jeder, wer was falsch gemacht hat. Daher Proof of Authority. Anders als bei Proof of Work, wo die Miner um den nächsten Block konkurrieren, sorgt ein Rundumlaufverfahren, sodass jeder Validator, der an diesem runden Tisch sitzt, abwechselnd drankommt. Daher heißt der Mechanismus bei Energy Web auch Authority Roundtable, kurz Aura. Und eine weitere Funktion von Energy Web Token ist die Funktion als Treibstoff für DSLA. DSLA bedeutet Decentralized Service Level Assurance. Im Rahmen dieser Plattform kann Energy Web Token gestaked werden. Staken dürfen nur verifizierte Teilnehmer der Energy Web Community, sogenannte Patrons. Patrons geben ihre Tokens in den Pool von sogenannten Providern. Provider sind Unternehmen, die im Utility Layer einen Serviceknoten betreiben. Auch Provider verwenden Energy Web Token, weil sie eine Kaution in EWT hinterlegen müssen. Auch hier greift das Prinzip der freien Marktwirtschaft. Je schneller und sicherer ein Provider arbeitet, desto höher fallen die Rewards an dessen Pool und seine Patrons aus. Gute Arbeit zieht mehr Patrons mit mehr Kapital an. Ist die Arbeit schlecht, ziehen die Patrons ihre Tokens aus dem Pool ab, was dem Ruf und dem Kapital des Providers schadet. Wenn ich das richtig verstanden habe, befinden sich gerade verschiedene Staking-Programme für die Community in der Testphase und werden darauf aufbauend weiterentwickelt. Weißt du vielleicht mehr über die aktuellen Programme und inwiefern diese Programme mit der DSLA zusammenhängen? Schreib mir doch gerne einen Kommentar, würde mich auf jeden Fall interessieren. Unsere Kohle, unser Erdöl, unsere Erdgasvorräte sind eines Tages erschöpft. Erneuerbare Energien wie Wind- oder Solarenergie werden, sie müssen unsere Energieträger der Zukunft sein. Sie könnten in den kommenden Jahrzehnten 50-80% der Gesamtversorgung ausmachen. Der Markt heute, so wie er ist, kann jedoch unsere umweltfreundlichen Energieressourcen nicht umweltfreundlich genug managen. Ein neues System muss her, welches hilft, die Energietransformation zu beschleunigen. Energy Web möchte ein neues Web3-basiertes Ökosystem schaffen, welches wie ein Smart Grid, ein smartes Netzwerk, allen Teilnehmern Zugang zum Energiemarkt gewährt. Der Energy Web Token untermauert dabei als Utility und Reward Token das gesamte Ökosystem.